Ich bin Fabi Fabiano und spiele mit Schalke aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga. Dabei bin ich mit 29 Toren und einem 78er Rating der mit Abstand beste und torgefährlichste Schalke-Spieler. Doch eins ist klar, sollte Schalke den Aufstieg nicht schaffen, werden sie mich wohl verkaufen müssen. Aber davon will ich noch nichts wissen. Wir haben in dieser Episode das Saisonfinale der zweiten Bundesliga vor uns. 10 Spiele und jedes davon ist für uns ein Finale. In der Tabelle sind wir immer noch dran und los geht's jetzt auswärts in Magdeburg. Ich bekomme den ersten Alleingang in dieser Episode. Komm, komm, lass dich nicht abwimmeln. Ohoho, was ein Golasso. Yep, da wird getanzt. So frei darf man mich nicht lassen. Und wir starten schon wieder den nächsten Konter. Oben seht ihr 26 Tore in 25 Spielen. Jetzt kommt das 27. Yes. Yeah, und der Backflip, den kann ich auch. Habt ihr es wieder gesehen? Oh mein Gott, und ich bin am Weg zum Hattrick. Die lassen mich ja komplett frei hier. Zack, zwei Übersteiger und dann oben in die Zuschauer. Junge, aber Magdeburg ist hinten offen. Guck mal, wo ich hier zu Chancen komme. Das gibt's ja gar nicht. Ballrolle, zack, jetzt aber. Adiosa, Hattrick, meine Freunde. Und da oben sehe ich Simon Terodde. Soll ich dem meinen Ball zuspielen? Ja, der steht im Abseits. Nein. Aber am Ende schnapp ich mir einen weiteren Matchball, denn ich habe wieder einen Hattrick erzielt. Eine 10,0. Und vor allem, Schalke den Sieg gerettet. Und natürlich darf Berater Lennart nach so einem Spiel nicht sehen. Tolle Leistung heute, jawohl, Leck. Aber er hat doch hier zu sagen, dass ich einen neuen Club in der Hinterhand habe. Aha. Oh, tatsächlich. 6 Vereine. Trommelwirbel. Es wird. Es werden die Glasgow Rangers. Nee, da gebe ich lieber alles, um mit Schalke in die Bundesliga aufzusteigen. Aktuell sind wir ein Platz hinter der Relegation, aber da haben alle 40 Punkte. Und wir spielen jetzt auch gegen den 5. Karlsruhe. Aber davor habe ich jetzt noch 4 Skillpunkte zur Verfügung. Die könnte ich in Balance und Beweglichkeit ballern oder in die 5-Sterne-Spezialbewegungen. Boom. Fabiano wird zu Ronaldinho. Und auch das eine schöne Nachricht. Meine Investitionsprofite können abgerufen werden. Ich 7.500 Euro plus gemacht. Vamos. Holy moly. Und ich habe jetzt 103.000 Euro auf dem Konto. Aber direkt mal hier 100.000 in die Mikrofinanzierung investieren. Let's go. Jetzt gilt der Fokus. Aber dem KSC. Ja, Mann, ich will die Kugel. Oh, den hat er mir zu spät gespielt. Vielleicht klappt jetzt Tempelmann. Ich bin nicht im Abseits. Gute Flanke mit dem Kopf. Mit dem Innenpfosten. Der ist nicht drin. Als ob der nicht ins Tor ging. Mann, das ist ein echt guter Kopfball, aber Pfostenkeeper, dann rutscht da unten durch und der wandert an der Linie entlang. Das gibt's nicht. Na, come on, und jetzt hat der KST sogar getroffen. Ich muss den Assist mit der Ecke spielen. Die kommt schon mal gut. Bitte jemand einköpfen. Okay, alles noch gut. Matriciani, spiel den Ball wenigstens zu mir. Komm, ich kann's nicht machen. Aber vielleicht haben wir noch eine letzte Chance. Wieder mit der Flanke. Tempelmann, dieses... Ah, eine komplett unnötige Niederlage gegen Karlsruhe. Und das auch noch zu Hause. Boah, ich hoffe echt nicht, dass der Kopfball an dem Pfosten am Ende bedeutet, dass wir nicht aufsteigen. Ja, da hilft es auch nichts, dass ich wieder Spieler des Monats geworden bin und mit Topform komme. Aber es geht hier ums Team. Und Agent Lennart hat sich nochmal bei mir gemeldet. Ich bin dabei, deine Vertragsangebote zu fixieren. Das ist deine letzte Chance, sie dir nochmal anzuschauen, bevor ich in die Gespräche mit den Vorständen gehe. Ja, Lennart, um ehrlich zu sein, ich würde gerne auf Schalke bleiben. Aber dazu müssen sie in die Bundesliga. Von den Vereinen, die an mir interessiert sind. Monaco, die Ligue 1 interessiert mich überhaupt nicht. Das ist ja auch alles nicht. Newcastle wäre der einzige logische Karriereschritt für mich. Auch wenn die diese Saison in der Premier League nur auf dem 8. Platz sind, aber die Mannschaft hat auf jeden Fall Potenzial. Und die Situation im Hier und Jetzt sieht so aus, dass Schalke mit einem Spiel weniger 5 Punkte Rückstand auf Osnabrück hat. Wir müssen das nächste Spiel gewinnen. Boah, und das wird kein leichtes gegen den 2. Hertha BSC. Heute braucht es einfach eine Fabiano Masterclass. Ich muss auch mal in den großen Spielen da sein. Die Flanke ist halt nichts anzufangen mit. Gute Freistoßposition, 39 Metern. Den Lupfer reingebracht, aber da kommt keiner ran. Und by the way, Freunde, Lul, kann mir einer von euch verraten, was denn bitte eine gute Ida ist? Lol. Also ich habe gar keinen Plan. Aber es wäre eine gute Ida, wenn ich den Ball jetzt treffen würde. Es wäre eine gute Ida. Komm, bleib ruhig. Sehr gute Ida von Fabiano. 1-0 gegen die Hertha. Zap, 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 bam. Und da muss die Eckfahne dran glauben. Oh, aber wir haben den Ausgleich kassiert und es ist die 89. Minute. Wenn noch was gehen soll, dann jetzt. Fabiano, zeig deine 5-Sterne-Skills. Komm, jetzt hab ich sie schon. Abschluss. Das ist der Last-Minute-Sieg gegen die Hertha. Und der könnte noch unfassbar wichtig werden. Wow, und habt ihr das gesehen? Da sind sogar Fans aufs Feld gelaufen. Da stand die Polizei da. Das habe ich ja wirklich noch nie gesehen. Yes, und wir gewinnen das Spiel tatsächlich mit 2:1. Ich habe keine 10,0, sondern nur eine 9,4 geholt. Ah, ist mir vollkommen schnuppe. Denn dieses Traumtor in der letzten Minute macht den vergebenen Kopfball im letzten Spiel dann doch wieder gut. Und ich habe die Liga damit noch spannender gemacht. 6 Mannschaften haben noch die Chance auf den Aufstieg. Und es sind nur noch 7 Spieltage to go.
Yes, und wir bekommen hier sogar einen Derby-Sieg. Dieses Spiel bedeutet den Fans alles. Ich denke mal gegen die Hertha. Weiß nicht, ob das eigentlich so ein wirkliches Derby ist. Aber ich lobe hier mal meine Mitspieler. Denn wir sind ein Team. Darum hole ich mir auch noch 50 Teamwork-Punkte ab, denn ich werde Busreisensponsor für 10.000 Euro. Warum auch immer ein 19-jähriger Fußballprofi Busreisensponsor werden sollte. Wurscht, der Fokus liegt jetzt schon am Auswärtsspiel gegen Kaiserslautern heute. 3. Minute. Frühes Tor würde die Nerven natürlich immens beruhigen. Zack, Skill, Skill. Abschluss. Yes. 2. Bundesliga. Das geht schon fast zu einfach für mich. Soll ich meinen abspielen? Nee, ich gehe selber. Komm, jetzt aber das Abspiel. Und der Karaman spielt ihn mir direkt wieder zurück. Power Shot wird geblockt. Ball ist noch heiß. Zu mir wieder. Tempelmann, gut. Ich spiele mal ab. Oh, das ist ein Weltklasse-Assist von mir. Und Paul Seguin haut den aber Weltklasse rein. Es ist eine komfortable 2-0-Führung. Da darf man auch mal was probieren. Rainbow Flick, zack, Power Shot. Oh, das wäre ein geiles Tor geworden. Und yes, am Ende ist es ein ungefährdeter 2-0 Auswärtssieg. Und wer hat wieder eine 10,0 geholt? Richtig, euer Boy, Fabiano natürlich. Ja, und wir haben einen neuen Playstyle freigeschaltet. Das ist richtig geil. Angeschnittener Schuss, angeschnittene Schüsse schneller, mit zusätzlichen Effekten verbesserter Präzision. Hört sich nicht schlecht an, aber ruhender Ball für Standards. Ich glaube, das ist es, was mir noch fehlt. Und heute ist ausnahmsweise so ein Tag, da klopfe ich mir mal selber auf die Schulter. Und was ist das daneben? Dürftige Trainerleistung. Der Coach könnte bald vor dem Ausstehen. Das interessiert mich wirklich nicht. Was mich aber interessiert, ist, dass 2 Schalke-Spieler für die Nationalteams freigegeben wurden. Aber warum wurde ich nicht von Deutschland angefragt? Ich meine, ich bin ein 19-jähriger Stürmer, 78er Rating, schieß gerade die 2. Liga kaputt. Und so viel Sturmauswahl haben die Deutschen jetzt auch nicht. Aber vielleicht ist es auch noch besser so. Anstatt mit der Nationalmannschaft rumzugurken, habe ich mich aufs Training fokussiert und natürlich Schalke und den Aufstieg im Kopf gehabt. Und es wird heute wieder ernst. 29. Spieltag gegen Paderborn. Die erste Chance. Oh, ich mach das Abspiel. Karaman, du könntest mich nochmal mitnehmen. Hier, hallo, hier spiele ich. Ja, Mann! Okay, aber nochmal die Möglichkeiten. Das ist nicht Tempelmann, der flankt. Das ist gut, Larsson. Nee, der ist genauso schwindlig. Oh, aber der Ball ist noch heiß. Ich bin im Abseits. Ich muss mich hier freilaufen. Zack, Scheinberg. Hallo, hier bin ich. Hinten ist der Stürmer. Hallo, hier bin ich. Jawollek. Da sieht mich einer. Und ich häng den in den Knick. Boah, durchatmen, das nächste Traumtor. Und endlich bin ich in den großen Matches da. Und ab dem 6.4. ist auch offiziell endlich die Fabiano-Handyhülle da. Link in der Beschreibung. Gerne auschecken, Freunde. Wir sind schon in der 60. Minute. Wir können den Sack zumachen. Oh, nee, der wird geblockt. Komm, Karaman, jetzt müssen wir es zu zweit ausspielen. Ich spiele auf dich und du spielst nicht auf mich. Okay, super. Larsson spielt jetzt aber auf mich. Und ich mach selber. Zack, wo sind die Skills? Da sind sie. Und dann hänge ich den wieder oben in den Knick. Nee, aber Larsson! Das ist ein Slapstick-Tor. Aber wir führen 2-0. Und die Fans sind auch alle aus dem Häuschen. Das Spiel wurde mittlerweile abgepfiffen. Wir haben 2-1 gewonnen. Lul, und hier die Meldung. Larsson erzielt erstes Saisontor. Fürs erste Tor war es aber erstens nicht schlecht und zweitens ein guter Zeitpunkt. Oh, Freunde, und es wird Frühling in Hamburg, denn Schalke ist auf dem Relegationsplatz und der HSV nicht mehr. Und ratet mal, wen wir das nächste Spiel spielen. Aber aktuell haben wir das Momentum auf unserer Seite. Von den 5 Spielen in dieser Episode haben wir 4 Spiele gewonnen. Und jetzt wird auch Hamburg weggehauen. Nee, Moment, ich habe noch 7 Skillpunkte, die müssen natürlich verbraten werden. 4 für Sprinttempo. Ich mache mich noch schwitziger. Ah, und nochmal 2 könnte ich in Beschleunigung oder nochmal Sprinttempo ballern. Aber nochmal plus 4 Antritt nehme ich natürlich mit. Hoho, was eine 78er Karte. 88 Tempo, 81 Schießen, 79 Physis und Dribbeln. Kann ich auch ganz vernünftig. Anders als im Real Life. Let's go. Jetzt aber alles geben. Gegen Hamburg. 7. Minute. Ungewohntes Bild. Ich auf Außen. Oh mein Gott, wo kann ich mich hier durchdribbeln? Zack. Ich mach alles alleine. Nee, ich spiel hier mal ab. Komm, Schallenberg, mach mal selber. Oder komm, Karaman, jetzt noch den Ball zu mir. Gut durchgesteckt. Ich bin nicht im Abseits. Und Schalke führt 1-0 gegen den HSV. Yes, schönes Tänzchen. Und mittlerweile habe ich das auch schon mit dem Timing raus. Ach, aber mittlerweile haben wir das 1-1 kassiert. Aber ich, 33 Tore in 30 Spielen, mache jetzt noch das nächste. Job zurück und dann kurze Ecke. Haha, zack. Ich bin einfach die Schalker Lebensversicherung. Vielleicht können wir Hamburg hier nochmal ganz eklig auskontern. Zack, guter Ball von mir durch auf Karaman. Zieh selber durch. Er macht's. 3-1. Das könnte wirklich der Schritt in Richtung Aufstieg werden. Oh Mann, aber der HSV ist nochmal rangekommen. 3-2 nur noch. Komm, wir brauchen noch ein Tor. Tempelmann, spiel diesen mal zurück. Gut. Oh, den mache ich nicht gut. Yes, aber am Ende reicht's. Knapper 3-2 Auswärtssieg. Weil ich einen Simon Terodde kenne, will ich nicht behaupten, dass ich der beste Zweitligastürmer aller Zeiten bin.
Aber wer schießt denn 34 Tore in 30 Spielen? Guckt euch mal das an, wie weit ich vor den anderen bin. Unfassbar. Oh, und mittlerweile ist ein 7. Wunschverein dazugekommen. Wer ist es? Komm, wir sehen Real Betis. Okay. Spanische La Liga. Das ist nicht uninteressant. Aber 4 Spieltage vor Schluss sieht so aus, als könnte ich mit Schalke sogar den Relegationsplatz für den Aufstieg erreichen. Und dann würden die Karten nochmal neu gemischt werden. Aber wir spielen gegen den nächsten schweren Gegner, den Überraschungssechsten Osnabrück. Oh oh, und ihr seht's, nach 27 Minuten sind wir 0-1 hinten. Jetzt ist wieder eine dieser magischen Fabiano-Ecken gefordert. Oh, nee, die geht viel zu weit. Oh, dafür haben wir jetzt eine fantastische Ausgleichschance. 11 Meter vom Punkt. Einfach kalt bleiben nach links. 1-1. So wichtig. Und wir haben schon die 81. Minute. Viele Chancen wird's nicht mehr geben. Dieser Eckball, der muss fast schon sitzen. Flanke kommt. Gut, jetzt muss nur jemand dastehen. Ah, das ist zu wenig. Nein, und am Ende wird es eine 1-2-Niederlage. Oh, oh. Puh, ihr seht betrübte Gesichter. Nicht jetzt kurz vor Schluss den Aufstieg noch verkacken. Nein, und der HSV hat ganz locker 4-1 gegen Rostock gewonnen. 3 Spiele vor Schluss sind wir nur noch einen Punkt vor Hamburg. Und auch Osnabrück haben wir wieder mit in die Verlosung reingenommen. Aber wir bekommen die Chance, es heute besser zu machen. Gegen Holstein Kiel. Karaman spielt mich gut an. Setzt mich gut in Szene. Ich muss nur durchziehen. Ich muss nur durchziehen. Ich muss nur durchziehen. 1-0. Oh, und ich bekomme eine attraktive Freistoßgelegenheit. 30 Meter. Ich glaube, ich versuch's mal. Junge, warum legt sich da ein Spieler hinter die Mauer? Glaubt ihr, dass ich den flach schieße? Nee, den zwirbel ich mit Spin gut rein. Oh mein Gott, der war fast drin. Oh nee, Mann. Und wir haben schon wieder den Ausgleich kassiert. Nächste Standardsituation. Dieses Mal Eckball. Kommt gut rein. Baumgartl. Das ist so schwach. Huch, und jetzt ist Holstein Kiel sogar 2-1 vorn. Aber ich bin auch komplett alleine durch. Komplett alleine vorn durch. Fabiano, mach den selber. Mach den selber. Ruhig, ruhig. Boah, ich dachte gerade fast, ich hätte den drüber geballert. Und es ist schon die 70. Minute. Wir brauchen auf jeden Fall einen Punkt. Wir dürfen nicht verlieren. Tempelmann, dieses Mal spielt er gut rüber. Und dieses Mal mache ich ihn. Die erste gute Flanke von Tempelmann. Im Gefühl der kompletten Saison. Und was war das für ein cleverer Laufweg von mir? Weg vom Verteidiger, nach hinten fallen lassen. Ganz hinten. Und dann das nötige Glück gehabt. Oh nee, komm, aber das gibt's nicht. Wir haben noch ein Tor kassiert. Nur 3-3 gespielt, obwohl ich den nächsten Hattrick erzielt habe. Oh, das glaube ich alles einfach nicht mehr. Der HSV gewinnt und überholt uns. Ist 2 Spieltage vor Schluss, einen Punkt vor uns auf dem Relegationsplatz. Ja, da kann ich 42 Tore und 9 Assists spielen in einer Saison. Ist völlig Latte, wenn Schalke ansonsten zu blöd ist, aufzusteigen. Super. Ja, wenigstens bekomme ich wieder 115.000 Euro von meiner Finanzierung zurück. Wer weiß. Vielleicht könnte ich Schalke damit ja retten. Und die Nachricht vom Berater Lennart ist bitter. Ich weiß, du bist niedergeschlagen. So ein Scheitern in der Liga ist immer hart. Aber glaub mir, du fängst gerade erst an. Arbeite weiter hart. Deine Zeit wird kommen. Meine Zeit ist schon da. Aber ich will die gern mit Schalke in der Bundesliga fortsetzen. Oh, Freunde, und wir bekommen eine Gelegenheit. Der HSV hat gegen Greuther Fürth 1-1 gespielt. Mit einem Sieg können wir vorbeiziehen. Aber gegen Rostock muss dafür heute unbedingt ein Sieg her. Und oh, ich bleibe an der Kugel. Ich bleibe an der Kugel und mach das Tor. Vamos. 39 Tore in 33 Spielen. Kann ich das 40. machen? Das 40. Und es ist das 2-0 in der Partie. Ein großer Schritt in Richtung Aufstiegsrelegation. Na, aber aufpassen. Rostock ist 1-2 rangekommen. Ist aber noch kein Problem. Fabiano ist wieder außen durch. Außen durch. Spitzer Winkel. Oh, nee, den muss er abspielen. Aber Tempelmann, danke. Er macht das 3-1 für mich. Das ist auch das Endergebnis. Wir haben alles vor dem letzten Spieltag in der eigenen Hand. Oh, und das ist richtig knapp. Hannover einen Punkt vor uns. Direkter Aufstieg. Wir Relegation. Und der HSV einen Punkt dahinter. Nix. Und ich kann auch noch den 2. Bundesliga-Torrekord knacken. Der steht aktuell bei 41. Ich habe 40. Aber noch ein Spiel. Zeit. Und es wäre die perfekte Krönung gegen Wien Wiesbaden. Aufstiegsrelegation klar machen und den Torrekord holen. Und ich habe die erste 1-gegen-1-Situation. Oh je. Und verkack sie direkt. Nur nicht nervös werden, weil es ein wichtiges Spiel ist. Nur nicht nervös werden. Oh mein Gott, was mache ich da? Chance ist aber noch heiß. Gut dabei. Fabiano, komm. Oh, dribbel. Und dann der Pass auf Karaman. Da macht's der jetzt. Nee, der spielt nochmal auf Tempelmann. Jetzt ist es zu viel. Spiel zu mir. Lass mir die Kugel. Ja, Karaman, bitte. Ich kann nicht mehr. Es ist schon die 51. Minute. Jetzt muss die Flanke kommen. Larsson. Nee. Allzu viele Chancen wird man jetzt nicht mehr bekommen. Guter Ball von Larsson auf mich. Guter Ball. Und am Ende muss es Fabiano die Maschine doch selber machen. Ich bleib wieder hängen. Oh mein Gott, wir bekommen 11 Meter. Und der kann jetzt über Aufstieg oder Nicht-Aufstieg entscheiden. Fabiano, ich mach ihn. Das könnte der Aufstieg für Schalke werden. 85 Minuten gespielt. Wir haben noch eine Konterchance. Komm, 41 Tore hab ich. Wenn ich jetzt noch treffe, hole ich mir den ganz alleinigen Torrekord. Kurze Ecke. Und das Ding ist durch. Die Aufstiegsrelegation haben wir auf jeden Fall fix. Wir haben 2-0 gewonnen. Yes, Freunde. Die anderen beiden Teams haben auch gewonnen. Aber wir haben uns den Relegationsplatz gesichert. Und ich sag's euch, der Elfmeter könnte wirklich den Aufstieg bedeuten. Ach so, außerdem habe ich offiziell den 2. Bundesliga-Torrekord von 41 auf 42 verbessert und
wurde als Spieler der Saison ausgezeichnet. Und am Ende einer langen Saison entscheiden zwei Spiele gegen den FC Augsburg über den Aufstieg in die Bundesliga und den Verbleib von Fabiano auf Schalke. Und auf geht's in diese Partie. Na, perfekt. Und wir sind schon 1-0 hinten, haben aber jetzt mal die Konterchance. Schallenberg spielt gut auf mich. Ich ziehe alleine durch. Oh nein. Komm, der Ausgleich wäre so wichtig. Ein Fabiano-Eckball. Ins Glück. Nee, da steht niemand. Aber Situation ist noch heiß. Gute Flanke. Wie kann ich den nicht machen? Okay, war sowieso abseits. Ja, wir haben nochmal die Chance per Eckball. Wieder gut getreten. Karaman, da muss doch einer rein. Oh, und wir verlieren das Hinspiel 0-1. Da ist Druck am Kessel. Denn jetzt entscheidet ein letztes Spiel über die komplette Saison. Aber ich sehe, ich muss mit Terodde im Sturm spielen. Das ist ein gutes Zeichen. Wir haben die erste Chance des Spiels. Terodde stiehlt auf mich durch. Komm, ich kann mich durchtanken, aber Abschluss. Junge, der wäre reingegangen. Was ist los mit euch hier, ey? Und jetzt 41. Minute, kurz vor der Pause. Wäre ein super Zeitpunkt für ein Tor. Larsson, irgendwer muss durchspielen zu mir. Steh ganz frei in der Mitte. Larsson, spiel die Kugel endlich! Yes, kurz vor der Pause. 1-0 Führung. 4 Minuten vor Schluss passierte das. Oh mein Gott, es ist die 86. Minute. Wir haben den Elfer. Wird das der Elfer zum Aufstieg? Ich hau ihn rein. Und hier brechen jetzt alle Dämme. Wir führen 2-0 gegen Augsburg. Und das muss der Aufstieg in die Bundesliga sein. Yes, 2-0 ist tatsächlich auch der Endstand. Schalke feiert und geht dank mir wieder hoch in die Bundesliga. Lul, und kaum schaffe ich den Aufstieg mit Schalke, bekomme ich Angebote von Bochum und von Dortmund. Aber die wichtigste Frage bleibt jetzt noch zu klären. Soll ich meinen Vertrag auf Schalke noch für ein Jahr verlängern und Schalke irgendwie in der Bundesliga halten? Oder soll ich direkt den Verein wechseln und mein komplettes Potenzial entfalten? Da ist jetzt eure Meinung gefragt. Schreibt es in die Kommentare. Meine Entscheidung seht ihr dann in der nächsten Folge der Fabiano-Spielerkarriere. Und um die Wartezeit zu verkürzen, kann ich dir jetzt nur dieses Video empfehlen. Viel Spaß!